herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vielen Dank für die schönen, wunderbaren Resonanzen, die wir bekommen haben. Und da schreibt uns jemand: Liebes Gebetsteam, ich schaue schon seit mehreren Monaten die Sendung Hoffnung um 12 und ich bin sehr begeistert und berührt von dieser Sendung. Und jemand anderes schreibt uns: Hallo ihr Lieben im Missionswerk, danke für euren Gebetsdienst zur Ehre Gottes. Gebet bewegt Gottes Arm. Und das ist wahr und das wollen wir tun. Und deshalb beten wir auch für deine und eure Anliegen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute das Thema: Lass dich von Gott verändern. Schick uns dein Gebetsanliegen, wenn du eine Not hast, auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Lass dich von Gott verändern. Da lesen wir in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Da steckt eigentlich schon alles drin. Das ist ja schon fast eine ganze Predigt. Und das ist das Wunderbare. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Unser Denken wird momentan ziemlich manipuliert von den Medien auf eine Sache hin, und die ist wirklich nicht in Gottes Willen, sondern auf eine Sache hin, und lasst wirklich dein Denken von Gott verändern. Nur dann, heißt es hier, könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Wir können nicht beurteilen, was Gottes Wille ist, wenn wir in den Medien schauen, sondern wir können wissen, was Gottes Wille ist, wenn wir in der Bibel schauen. Lasst dich verändern. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Es werden derzeit ganz neue Maßstäbe definiert, was man darf, was man nicht darf, was geht, was nicht geht. Das ist ein ganz anderer Maßstab, den Gott hat. Bei ihm geht alles, was er will und was er schon je wollte für dich. Es geht alles. Nimm diesen Maßstab und lass wirklich dein Denken von Gott verändern. Danke, Herr, dass du jedem begegnest, der jetzt zuschaut. Ich danke dir dafür, für ein neues Denken, für jeden, der es zulässt, der zulässt, dass das die Wahrheit ist, was in der Bibel steht. Und Herr, dass wir uns, Herr, nicht von diesem Geist der Angst beeinflussen lassen, der in dieser Zeit so laut ist, so herrschend ist. Ich danke dir dafür, dass du dich nie verändert hast und dich nie verändern wirst. Amen. Amen. Und wir möchten für Menschen beten, die Hilfe brauchen und uns geschrieben haben. Da schreibt uns jemand: Für ein kleines Mädchen, 1 Jahr alt. Liebes Missionswerk, ich bitte um Gebet. Mein Neffe hat ein kleines Mädchen, 1 Jahr alt. In ihrem Gesicht wächst ein Tumor. Dieser ist heute Nacht aufgeplatzt und sie wurde blutüberströmt in die Klinik gebracht. Bitte betet für sie. Der Tumor soll verschwinden in Jesu Namen. Danke. Und dafür wollen wir beten. Jesus, und wir danken dir, dass dieser Tumor wirklich verschwindet in deinem Namen. Und wir danken dir, dass du auch das ans Kreuz genommen hast und dass du dieses Kind berührst, und zwar vollkommen. Danke, Jesus, dass es wieder in den göttlichen Schöpfungszustand zurückkehrt, so wie du es geschaffen hast. Und wir widerstehen diesem Tumor im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass jede Zelle austrocknet und dass alles wieder in Ordnung kommt, dass du es wiederherstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und einige Menschen haben uns geschrieben wegen verschiedener Augenkrankheiten. Und wir möchten alle einschließen, die Probleme haben mit ihren Augen. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Menschen kennst, die geschrieben haben wegen Augenprobleme. Und ich danke dir, dass du sie berührst, dass du diese Augen auch wieder vollkommen herstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung und dass da wirklich Normalität hineinkommt, egal was es für Beschwerden oder Krankheiten oder Schmerzen sind. Wir widerstehen diesen Dingen im Namen Jesu, und ich danke dir, Jesus, dass du diese Menschen berührst, dass du diese Augen berührst und dass alles wieder in Ordnung kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen, wenn du Not hast. Wir beten gerne dafür und die Infos sind eingeblendet. Eine Frau schreibt uns Folgendes. Liebes Missionswerk, bitte beten Sie für die Freundin meiner Tochter. Sie hat Brustkrebs. Der Krebs hat schon gestreut und sie hat Schmerzen und kriegt keinen Termin fürs CT. Sie hat noch kleine Kinder und die brauchen die Mama. Bitte helfen Sie uns. Ja, Herr, danke, dass wir auch für diese große Not bitten dürfen. Und es ist der ganze Zustand, auch die ganze emotionelle Sache. Herr, ich danke dir dafür, dass du auch diesen Krebs besiegt hast. Und Herr, danke, dass wir auch diesem Krebs gebieten in deinem Namen Jesu, dass er vertrocknet. Danke, Herr, du hast in deinem Wort geschrieben, dass wir in deinem Namen Jesu bitten und gebieten dürfen. Und danke, Herr, für den Sieg, Herr, dass dieser Krebs vertrocknet, dass diese junge Frau gesund wird. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und auf Facebook erreichte uns dieses Anliegen. Liebes Missionswerk, ich bitte um Gebet für einen guten Ausgang unserer finanziellen Situation. Ich bitte darum, dass wir schuldenfrei werden. Danke. Ja, Herr, danke, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Und ich danke dir dafür, komm du in diese finanzielle Situation rein, mit viel Weisheit. Herr, dass auch alles ehrlich läuft. Herr, ich danke dir dafür und Herr, schenke du Quellen, Herr, wo keine zu sehen sind. Ich danke dir dafür, Herr, dass das angestrebte Ziel, schuldfrei zu sein, Herr, richtig gut erreicht werden kann. Danke, Herr. Und nochmal bitte ich dich um Weisheit für diese Menschen und all die Berater und alles, was drumherum ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und viele Menschen erleben auch das Eingreifen Gottes. Und da habe ich wieder einige Zeugnisse und das erste kommt aus der Schweiz. Da schreibt uns jemand, letztes Jahr habe ich eine neue Wohnung gesucht, weil ich in der alten Wohnung nicht glücklich war und mich von Anfang an nicht zu Hause fühlte. Wieder umzuziehen war für mich sehr schwierig. Ihr habt für mich gebetet. Nun wohne ich seit Februar in einer neuen Wohnung und ich bin total überwältigt, wie Gott mich beschenkt hat und mich für alles entschädigt hat, was vorher schwierig war. Vielen Dank. Wie wunderbar ist das doch. Und eine Frau schreibt uns diese Gebetserhörung von der Gebetsnacht. Zur Gebetsnacht an Karfreitag schickte ich mein Gebetsanliegen. Es ging um meine Tochter, die bei einer Untersuchung beim Frauenarzt unklare Krankheitssymptome hatte. Ich bat um Gebet und Heilung in dieser Nacht, dass bei der nächsten Untersuchung alles in Ordnung ist. Gott hat die Gebete erhört. Danke dafür. Und eine Frau schreibt uns weiter, sie erlebte eine große Lebensveränderung. Gott hat in meinem Leben gewirkt, schreibt sie. Als ich zum Glauben kam, hat Gott solche Wunder an mir getan, dass ich ohne Bekehrungsbemühungen meine ganze Verwandtschaft zu Gott bekehrte. Das Leben ist nicht einfach, aber ich ruhe in Gott, sodass Kinder und Enkel mich um Gebet bitten. Und das ist doch schön, wenn man für die Familie wirklich ein Segen sein darf. Und ein Mann schreibt uns Folgendes. Vor ein paar Wochen bat ich betreffend meiner Gesundheit und betreffend Befreiung von Drangsal für mich zu beten. Seit 45 Jahren quälte mich eine Pollenallergie und in diesem Jahr furchtbarste Trockenheit hatte ich so gut wie keine Beschwerden mehr. Zum Thema Drangsal wurde mir durch Träume mein Fehldenken und Fehlverhalten aufgezeigt, was ich dankbar annahm. Es ist so wunderbar, das Wirken des Herrn zu erleben. Für eure Hilfe herzlichen Dank und Gottes Segen. Und viele, viele Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und ich möchte dir raten, gib nicht auf. Ja, das möchte ich dir auch raten, gib nicht auf. Was wir gerade in der letzten Zeit erfahren ist, dass Gott zu so vielen Menschen, Christen spricht, dass sie ihr Denken verändern müssen. Haben wir tolle Erlebnisse, wie wir es auch letzte Woche erlebt haben, wo Menschen einfach auf uns zukommen und sagen, Gott ist mir begegnet
und sich auch entschuldigt haben für falsches Verhalten. Und das ist wirklich wunderbar, wenn Gott Menschen überführt. Und ich habe ja auch am Anfang der Sendung gesagt, dass Gott möchte, dass unser Denken erneuern. Nicht mit dem Denken dieser Welt, sondern erneuern. Nicht mit den Maßstäben dieser Welt, sondern erneuern. Und daraus auch der Tipp des Tages: Wo darf Gott dich verändern? Wo denkst du noch in den Maßstäben dieser Welt? Mach dir mal darüber Gedanken. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich sag dir auch, und dort, wo dich Gott verändern konnte, wo Gott etwas getan hat an dir, schreib es uns. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Wir würden es gerne anderen weitersagen. Ja, und du kannst uns auch weiter deine Anliegen schicken, auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wir hatten letzten Samstag eine Online-Veranstaltung, weil unser Einsatz in Zofingen ausgefallen ist, weil wir nicht hinreisen durften. Und diese Veranstaltung war wirklich wunderbar. Es war für unsere Schweizer Freunde, aber der Inhalt ist für jeden. Wenn du diesen anschauen möchtest, kannst du gerne auf unsere Webseite gehen. Unter Missionswerk unterwegs kannst du das ganze Video, die ganze Veranstaltung dir anschauen. Und einen Tipp möchte ich dir geben: Abonniere du unseren YouTube-Kanal. Dann wird so etwas wie den letzten Samstag, wenn wir eine neue Sendung haben oder etwas streamen, dann wird dir eine Info gesandt und du kannst entscheiden, will ich das anschauen oder will ich es nicht anschauen oder will ich es vielleicht später anschauen. Das ist der Vorteil, wenn du YouTube abonnierst. Wir freuen uns, dass du dabei warst heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.